Herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ich habe jetzt meine Freundin an der Seite geschnappt und wir sind zum 100. Mal zurück beim LR Vegeta und LR Gogeta Banner. Es wird jetzt so aussehen, dass sich der LR Gogeta Banner viel mehr für mich lohnt als der Vegeta Banner, auch das Team. Werden wir nur noch zwei Multis bei Vegeta machen und den ganzen Rest pumpen wir in den Gogeta Banner rein, plus die Tickets. Also, du kannst gerne anfangen. Dann okay. Fangen wir an. Hier Vegeta Banner, erster Multi. Liegt nur daran, auch wenn man sich die anderen Banner-Charts anschaut, dass sich der Vegeta Banner deutlich weniger lohnt. Auch das Potara-Team lohnt sich für mich weniger als das Fusion-Team. Von daher fangen wir an. Es ist wie immer GSSR, wir werden Super Saiyan. Der 10. Drop ist sowieso ein SSR, das heißt, wir haben eigentlich nur 9 Chancen, irgendwas Gescheites zu bekommen. Wir werden SSR 3. Ich weiß nicht, ob ich das freuen soll, weil irgendwie, wir kriegen eh ein GSSR. Wir fangen an mit einem SR Kid Trunks Super Saiyan. Wir kriegen einen SR Tenshin Han Tech oder so, nee, STR. Wir kriegen, glaube auch STR Type und zwar Air Jays, ja. Wir kriegen wie immer Trash ohne Ende, wir kriegen 10-19, auch wahrscheinlich STR, ja echt. Wir kriegen den 100 Baba, nee, den 1000 Baba Point SR Vegeta, also immer schön verkaufen. Ja, okay, der SSR 3 war 100%ig für den GSSR am Ende. Wir kriegen Whis. Wir kriegen nochmal Guldo hinterher. Oh Mann, war der SSR 3 echt nur für den GSSR? Das ist ja richtig schlecht. Ah ne, wir kriegen nochmal einen Margin Vegeta. SA-Futter. Okay, naja. Hätte was Besseres sein können. Jetzt auch nochmal Sexy Boo. Und jetzt kriegen wir unseren GSSR. Der wird sein... Grüße raus an Barry Blue, er hat ihn ja auch hier bekommen. Den schlechtesten, allerschlechtesten SSR, den es gibt. AGL Super Saiyan Goku. Oh Mann, das war mal wieder richtig blöd. Aber wir kriegen 3 Tickets. Okay, 2. Multi, auch der letzte an diesem Banner. Also Majin Vegeta, echt klasse. Naja. Also finaler Multi am LR Vegeta Banner. Wir kriegen gar nichts. Warum sollten wir auch was bekommen? Immer noch nix, werden Super Saiyan. Super. Und zwar 1 und 2. Ja. Erster Pull wird sein, wieder Sexy Boo. Oh, Kid Goten. Für das Easy A kann man sich aufheben. Kommt ja auch bald nach Global. Ist also okay. Trash Suit Gohan aus Dragon Ball Super. Pan. Habe ich gestern auch ziemlich viel mit Barry Blue gesammelt. Wir kriegen den STR Gotenks. Den kann ich gebrauchen. Der ist mir, glaube ich, 90%. Es wäre immer 100% Dupe, glaube ich. Oder auf 90% zu kommen. Wir kriegen noch einen SR Sabon, wie immer. Traditionell, jeden Sun. Wir kriegen wieder einen C19. Der ist auch mittlerweile überall dabei. Der mag uns auch so richtig. Diesmal aber physisch. Wir kriegen noch einen physischen Nappa, meine ich. Oder STR? Ja, STR. Sogar SR, huhu. Wir kriegen eine Tech-Pan. Damit haben wir beide Pans wieder in einem Multi bekommen. Wie mit Berry Blue. Spitze. Oh, wir kriegen Super Trunks. War das jetzt schon der GSSR? Wenn ja, heule ich. Mach mal weiter. Oh, das war's. Okay. Das war richtig schlecht. Wobei, den Super Trunks hatte ich noch gar nicht. Okay, dann gehen wir rüber zum... Wir könnten noch einen Multi machen, da hätten wir einen Free Sun. Überlegen wir uns für später. Wir machen erstmal hier die 4. Vielleicht auch weniger, falls wir den LR bekommen. Falls. Dann können wir noch einen Multi unten machen. Weil wir sind nur ein Multi vom Free entfernt. Es wäre schon blöd, wenn wir es so stehen lassen würden. 4 Pots, was für immer nichts Gutes heißt für mich. Traditionell Instant Super Saiyan wenigstens. Und zwar 1, 2, 3. Auch beim ersten Multi ein Dreier. Was vielleicht heißt, dass wir einen SSR mehr bekommen als nur den GSSR. Und wir fangen wie immer an mit C19. Wie gesagt, der ist immer dabei. SR Janemba ist nett, kann ich als SA-Futter aufheben für den Injanemba, weil der andere ist ja ausgemaxt. Dann kriegen wir einen Muten Roshi. Opa, ja. SR Ultimate Gohan. Wir kriegen einen SR Kid Trunks, beide Tech. Soll das irgendwas heißen? Wir kriegen noch einen Tag und zwar Whis Goku.
Und jetzt kriegen wir ein Int und zwar Satan. Brauche ich aber nicht mehr. Gokua. Also das sieht wieder richtig schlecht aus. Klasse. Tracksuit gone. Wirklich jeder summoned hier LRs bis zum Umfallen. Nur ich krieg halt gar keinen. Oh, ist das der GSSR von heute? Der blöde STR Zamasu, der als SA-Futter für den Int dient. Mach mal weiter. Ja, das war's. Okay, schade. Dann kriegen wir 4 Tickets, was ziemlich viel ist. Und machen weiter. Muss ja. Das werden aber, glaube ich, schon die endgültigen Sums sein, weil die Banner lohnen sich nicht so sehr, dass man dann noch deeper reingeht. Wieder 4 Points. Also, was will mir das Spiel damit sagen? Wieder Super Saiyan, also kein Screen Crack, leider. Wobei das auch wirklich überhaupt nichts bringt. Und kein SSJ3. Was eigentlich das Beste ist irgendwie so. SSJ2 ist irgendwie so das vielversprechendste. Wir kriegen Dodoria. Auch seine Standard-Trash, die heute noch gefehlt hat. Wir kriegen Chi-Chi. Wir kriegen wieder Dodoria. Wir kriegen den Kaioken Kamehameha Goku aus dem Banner, auch ein weiterer SA-Dupe, also auch nichts Weltbewegendes. Wir kriegen noch ein Kamehameha Oop. Auch Tech. Klar, wir kriegen auch Sabon im Gogeta-Banner. Gehört ja dazu. Wir kriegen wieder einen Geese, auch wie im Vegetto-Banner. Okay, alles klar. Wir kriegen Butirikum. Also das ganze. Die ganze Ginyu Force haben wir schon rausgesummoned. Wir kriegen Drum. Das wird auch wieder ein richtiger Dead Summon. Aber sowas von. Wir kriegen den dabbenden Gotenks. Damit haben wir STR und RGL beide gesummoned. Super. Und es war's. Oh Mann. Okay, dann kriegen wir nochmal 5 Tickets. Richtig viele hier. Machen den letzten Multi, um den Free Multi abzustauben. Noch 2 Chancen, was zu bekommen. Oh Mann. Also SJ4 Gogeta wäre ja auch noch irgendwas Nettes, weil ich dann noch Dupes brauche. In Gogeta okay. Janemba könnte ich auch einen Dupe gebrauchen, spiele aber nicht so viel Janemba. LR wäre richtig okay, vor allem Gogeta. Also der LR Gogeta bringt mir halt viel mehr als der Vegetto. Und wir kriegen einen Screen Crack, fällt mir gerade auf. Hoffentlich ein Biker, also der Thank You Dragon Balls. Yes, das sieht schon mal besser aus. Und wir fangen an mit einem Dr. Gero. Yay. Als nächstes gibt es ein SR Kit Trunks. Dann Nummer 3 wird sein der SR Angel King Cold. Nummer 4 wird sein C16, damit haben wir quasi schon die Hälfte erreicht. Weil Nummer 10 ist wie gesagt GSSR. Wir kriegen den SR Nail. Nur noch 4 Chancen was zu bekommen. Nur noch 3 Chancen was zu bekommen, weil wir Kid Gohan haben. Nur noch 2 Chancen was zu bekommen, spitze, der Countdown wird immer spitzer. Nur noch letzte Chance jetzt was zu bekommen, außer dem GSSR. Wenn ich für den GSSR jetzt die Fanky Dragon Balls hatte, bin ich echt sauer. Nummer 9 wird sein, okay, wir kriegen nur den GSSR. Das heißt, das Spiel trollt mich gerade richtig hart. Und der GSSR wird sein, nur so ein Int. Gott, gut, den habe ich ja auch schon gesammelt letzte Woche mit Berry Blue. Super. Dann mach mal zumindest noch den Free Summon. Und zwar wird der Free Summon, oh, wieder 4 Tickets. Kannst du gerne machen. Naja, klar, ist umsonst. Wobei, Berry Blue hat seine LR im Freesun bekommen, ne? Muss man sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sieht besser aus. Juhu. 5 Potluck. Aber nur Super Saiyan. Das zerstört es irgendwie schon wieder für mich. Und zwar 1, 2, 3. Yay. Heißt das, ich krieg einen LR? Wir fangen auf jeden Fall mit einem Yamu. Dann Starter Pack Goku, die allererste Karte, die überhaupt im Spiel existiert hat. Dann dabbenden Rikun. Dann Nummer 4 wird sein SR Janemba, auch wieder SA-Futter für die anderen. So, Nummer 5. Dabra. Nummer 6 wird sein, oh Mann, wir kriegen wieder nur den GSSR. Teen Gohan. Nummer 7 wird sein wieder der SR King Cold. Okay, das sieht richtig schlecht aus, Leute. Nummer 8 wird sein SR Janemba. Nur noch eine Chance, irgendwas zu bekommen, was nicht GSSR ist.
Okay, es wird auch ein SR-Trunks, das heißt, wir kriegen wieder nur den GSSR mit so einer blöden Animation. Und der wird sein, natürlich ein Great Ape Bardock, wie letzte Woche, super. Also purer Schrott. Okay, dann machen wir kurz einen Cut und sammeln die Tickets ein. Hi Leute, willkommen zurück. Es ist was Kleines passiert, und zwar haben wir gerade ein paar Sums gemacht. Wir haben die ganzen Ticket-Sums rausgehauen, bis auf den letzten jetzt. Und ich stelle gerade eben so fest, ja, wir filmen gar nicht. Kleines Intermezzo, dass ihr wisst, was ihr gerade verpasst habt. Ich habe in einem Multisum, wir haben immer nur Scheiße bekommen, also das hat sich nicht geändert. Wir haben aber in einem Multisum, wie ihr gerade hier seht, hier oben, wir haben Rirudo, Gogeta STR und Gogeta Int nebeneinander bekommen. Das war schon richtig geil, aber für den ganzen Rest habt ihr nichts verpasst. Ansonsten, ihr seht ja hier, nach dem Bardock, den ihr hier unten seht, haben wir nur Schrott bekommen, und in dem Ticket Multisum bei Gogeta haben wir wenigstens Rirudo, Gogeta und den anderen Gogeta bekommen. Dann haben wir zwei Singles gemacht, die auch schlecht gelaufen sind. Und jetzt machen wir noch den letzten Ticket Single Sum am Gogeta Banner. Ja. Damit ihr auch noch was davon habt, weil wir, wie gesagt, die einfach mal kackfrech nicht aufgenommen haben, was schon echt stark ist. Und der Finale sagt dann rechts, nix, Schrott. Geil. Wenn jetzt ein Screencrack, ne, es kommt kein Screencrack. Beim Single Sum muss das schon Rainbow Text sein, ne? Ja. Ein Kukua. Dann, liebe Leute, muss ich leider sagen, das kann ich noch, ich muss kurz überlegen, ob ich noch sammeln kann. Ja, das war's erstmal für heute. Ja. Dann sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nummer 5 wird sein. Int Gogeta, das ist richtig gut. Das ist 90%. Wenigstens etwas. Okay, Nummer 6, da freue ich mich wieder. Tension an. Nummer 9 wird sein. Noch ein Gogeta, der STR. What? Warum kriege ich jeden Scheiß Gogeta? Wir haben noch 4 Puls. Dann kommt jetzt der GSSR. Wird ein, ja klar, Metall-Ryudo sein, okay.